Also, guten Tag, meine Damen und Herren. Die Stunde ist schon beginnt, weil es schon klingelt da. Also, wir haben heute mit Ihnen ein neues Thema bekommen. Das heißt, heutiges Thema ist Sitte und Bräuche in Deutschland. Also, wir sollen mit Ihnen über Deutschland und in dem Sitte und Bräuche, dessen Sitten und Bräuche kennenlernen. Wie Sie gesehen haben hier, unser Thema ist so. Wir haben eine Präsentation bekommen Ihnen. Gliederung. Heutiges Themas Gliederung ist Vorbemerkungen. Wie feiern die Deutschen feste Feier- und Gedenktage, ein Streifzug durch das Jahr und Kuit? Ja, Vorbemerkungen. Erstens Gesetzgebung, Religionsgehörigkeit, Kirchgänger und IPKA. Also, Gesetzgebung, Länderkompetenz, Ausnahme, weitere bundesweite Feiertage, zusätzliche Feiertage in 11 Bundesländern, Tage der Arbeitsruhe oder sogenannte stille Tage. Hier ist Religionszugehörigkeit. Vorher möchte ich Ihnen ein bisschen solche Religionstage kennenlernen mit Ihnen. Also hier Alltage und solche Sitte und Bräuche in Deutschland. Außerdem hier auch gibt es, was isst man in Deutschland oder was bereitet man Essen und Trinken während der Festzeit. Also besonders im Norden und Westen, wie Klima ist während der, zum Beispiel in Ostern. Im Ostern feiert man im Frühling. Ja, kennen Sie das? Außerdem die Deutschen in Deutschland oder in Schweiz und Österreich und andere. Ja, wie wir gesehen haben, hier ist nächste Seite die Verteilung der beiden größten christlichen Konfessionen, Katholismus, Blau und Protestantismus. Nächstens, Internationaler Bund der Konfessionen und Athens. Wie feiern die Deutschen? Also, Religionen, Unterschiede zwischen Stadt und Land, hohe Mobilität und große Entfernung. Ein bisschen möchte ich Ihnen betonen, zwischen den Unterscheidungen gibt es in Festen zwischen Usbekistan und zwar muslimischen und christentümischen Sitte und Bräuche. Ja? Zum Beispiel hier feste Feier- und Gedenktage, Streifzug durch das Jahr. Gesetzliche und bundesweite Feiertage, feste Feiertage religiösen Ursprungs, andere feste Feiertage, Gedenktage, politisch, historisch, staatliche. Januar. In Januar, welche Feiern oder welche Festen feiert man in Deutschland oder in deutschen Staaten? Und zwar Schweiz, Österreich, Liechtenstein und in Deutschland. Im Januar, wie Sie gesehen haben und wie Sie wissen haben, feiert man Silvester.
Oder Neujahr. Silvester, das bedeutet Neujahr. Was machen wir? Eigentlich nichts, vielleicht lange schlafen, spazieren gehen, ausnüchtern, Welttag des Friedens. Heilige Drei Könige, Heilige Abend. Heilige Abend, das bedeutet, Heilige Abend, besonders 24. Dezember, 42. Dezember bezeichnet man Heilige Abend. Im Heilige Abend veranstaltet man einen Feierungstag und Feierungsnacht, das bedeutet Heilige Abend. Und zwar kreuzigen die Deutschen Jesus Christus. Für Jesus Christus. Ja, Fastingsbeginn. Von 24. Dezember bis 1. Januar bezeichnet man Heilige Woche oder Weihnachtswoche. Weihnachtswoche zum Beispiel 24. Dezember heißt man Heilige Abend und nächsten Tag Nikolaustag und nächsten Tag Aschermittwoch oder solche bis Silvester eine Feiertagen heißt man. Ja, Tag des Geschenkens an die Opfer des Nationalismus, international, Jahrestag der, wie wir hier geschrieben haben. Im Februar auch solche Ferien, Feiern oder Festtagen feiert man. Karneval, Jahreszeiten. Im Karneval hat jedermann das Recht, so lächerlich zu sein, wie seine Frau ihn sonst macht. Ja, wie Sie gesehen haben hier, im Karneval verkleidet man die deutschen Menschen fantasievolle Verkleidungen und alle Deutschen im Gesicht hat fantasievolle Masken und fantasievolle Verkleidungen. Oder Rosenmontag. Rosenmontag, wie wir gesagt haben, im Rosenmontag ist der Tag eines Teils Festtages. In Rosenmontag auch die Deutschen eine Sitte und Bräuche von Festen feiern. Bütterne Reden und Funken Marie Märchen. In diesen Festtagen auch verschiedene Sitten und Bräuche von Deutschland feiert man. Oder Sie können sehen dadurch. Fastnacht Dienstag auch so. Fastnacht Dienstag eine Karneval Dienstag. Fastenzeitig, Fastnachtsdienstag oder Weilchendienstag. Zwischen der Woche heißt man eine Feiertagen. Und nächstens Aschermittwoch. Ja, wie wir gesagt haben, im Aschermittwoch, Mittwoch. Das ist der Tag, der dritte Tag der Woche, wie Sie wissen. Aber im Aschermittwoch. Ascher, das bedeutet den Sinn oder das bedeutet von Feuer. Aschermittwoch, das bedeutet wie zum Beispiel solches Ferien feiert man im Indien auch. In Indien feiert man auch eine Unterscheidung zwischen Indien und Deutschland. Ähnlichkeit gibt es,
Welche Ähnlichkeit? Zum Beispiel das Feiern Hello. Hello. Aber hier auch die Deutschen schalen mit ihrer anderer was? Ascher. Ja, oder farbliche Ascher, wie Sie gesehen haben hier. Valentinstag, Tag der Liebenden und der Blumenläden. Findet nur der Valentinstag am 14. Februar gilt in einigen Ländern als der Tag der Liebenden. Ja, das ist auch ein Brauch von bei uns auch zum Beispiel Valentinstag bis heutigen Tag feiern, aber bei uns nichts Valentintag. Das ist unser Geburtstag oder Jubiläum von Zahreddin Muhammad Babur. Ja? Unser berühmter Dichter und Schriftsteller, bekannte oder weltberühmte, kann man sagen. Peterstag. Peterstag, Kathedra Petri, Nordfriesland. Wichtiges Datum für landwirtschaftliche Wetterbeobachtung, die sich in Bauernregeln niederschlagen. Die Nacht zu Petri Stuhl zeigt an, was wir noch 40 Tage für Wetter haben. Oder andere können wir bedürfen. Ja, März. Im März, wir haben in Usbekistan viele und verschiedene Feiertage. Wir haben. Aber März-Monat können wir Festmonat in Usbekistan, zum Beispiel 8. März, der Tag der Frauen, 21. März, der Tag von Nauruz, Nauruzfest. Eine Unterscheidung gibt es zwischen Christentum und muslimisches, was zum Beispiel Neujahr, ja. Neujahr in Christentum, Neujahr ist Silvester. Bei uns 21. März ist Neujahr oder neuer Tag können wir sagen. Ja, und weiter. Frauentag, wie ich im Oben erklärt habe, Frauentag, 8. März. Bei uns auch feiert man und in Deutschland auch feiert man Frauentag. Also Palmsonntag. Palmsonntag, der 6. und letzte Sonntag der Fastenzeit und der Sonntag vor Ostern. Fastenzeit, wie wir erklärt habe, Fastenzeit feiert man in Deutschland von oder ab 1. Januar bis Osternzeit. Osternzeit bis April, ja, 3 Monate. Und Gründensonntag, besonders in Baden-Württemberg, solches Fest intensiv feiert man alles andere Bundesstaaten oder Bundesländern in Deutschland. Ja. Karfreitag, althochdeutsche Kara, Klage, Kummer, Trauer, ist der Feiertag vor Ostern und die meisten Leute essen eventuell kein Fleisch, müssen meist nicht arbeiten, können nicht einkaufen, viele putzen,
verreisen, besuchen die Familie und andere. Ja, das ist die Tage der zwischen den Tagen von Fastenmonat. Entschuldigung, Fastenmonat. Ja. Ostersamstag. Ostersamstag, wie wir erklärt haben, Oster, das ist Ostern. Bei uns kann man sagen so Pascha. Ja? Die meisten Leute natürlich warten darauf mit Ungeduld, weil in Pascha feiert man sehr intensiv, nicht nur in Deutschland, sondern im Christentum, überhaupt im Christentum. Besonders eine große Rolle spielt hier Osternhase. Oh, hier Osternhase, weil Osternhase eine bunt bemalte Eier für die Kinder. Osternhase versteckt die bunt bemalte Eier oder viele und verschiedene Süßigkeiten und Geschenke im Garten, in den Garten, und die Kinder oder die kleinen Kinder sollen selbst wissen, die Geschenke. April, ja. Im April auch solche intensive Feiern. Im Mai auch. Offiziell Feiertage, alles Tag des Bekenntnissen zu Freiheit und Frieden, soziale Gerechtigkeit, Völkerversöhnungen und Menschenwürde. Und solche Meilbräuche und Traditionen und andere. Tag der Befreiungen vom Nationalismus. Tag der Befreiung, Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges. Christi Himmelfahrt. Ja, Himmelfahrt, die Deutschen, nicht nur die Deutschen. Christentum wartet oder denkt so, Christentum, Jesus Christus als Sohn Gottes zu seinem Vater in den Himmel. Der Weihnachtstag fliegt vom Himmel in die Erde und gekreuzigt. Vatertag, Männertag oder bei uns, nicht nur bei uns. Es sei gesagt so, 11. November ist der Tag der Männer oder Vatertag oder Männertag, können wir sagen. Das ist nicht nur deutsche Sitte und Bräuche, sondern auch in alle Länder oder in der ganzen Welt feiert man so. Oder Muttertag auch, wie wir gesagt haben, im 8. März oder andere. Prüfungssonntag, Pfingstmontag. Woche Pfingstfeiern in den Schulen. Das bedeutet, viele, nicht nur viele, für kleine Kinder eine Ruhetag. Und solche auch. Heiligen Abend, Heiligen Messen, Juni, 17. Juni auch eine historische Geschichte. Christopher Street oder August auch, Friedensfest und andere. Ja, also, und was trinken wir? Bier. Das bedeutet, was trinkt und was isst man in während der Ferien oder Feiertagen.
61% Menschen Wein, 36% Leuten alkoholfrei oder 12% Bier und andere. Traditionelle Süßigkeiten, solche Süßigkeiten, Weihnachtsbaum, hier gibt es und Silvester. Wenn wir Schlussfolgerung machen, alles ist so, bitte, wenn Sie Frage haben, bitte, ich bin fertig zu antworten. Wenn Sie keine Frage haben, bitte auf Wiedersehen, alles Gute und alles Gute in allen Feiertagen.